Es geht weiter mit Banishers und Antea hat neue Sachen gelernt, die sie uns jetzt präsentieren möchte. Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zum Let's Play hier von Ghosts of New Eden. Schnellreise kann ich gerade nicht machen, da die Tür auch nicht. Ich will nur mit Antea gehen. Ich werde doch, glaube ich, erstmal hier weitermachen in dem Gebiet, in dem neuen Sumpf landen, um auch vielleicht... Na gut, die Hexe, die ist noch weiter hier hinten. Rede mit Zika. Wir müssen halt... Ja, im Düsterwald noch einige Sachen erledigen. Guck mal, hier ist sogar auch noch ein Fragezeichen. Ein Orientierungspunkt unterirdisch. Aber da bin ich auch hier nicht weitergekommen, ne? Ich muss so viele Sachen da noch nachholen. Da auf jeden Fall hin, aber hier konnte ich nicht, hin. Dann ist hier auch noch eine zerstörbare Wand. Aber guck mal, die ist jetzt, da ist jetzt kein Schloss mehr dran. Das heißt, die zerstörbaren Wände, die kann ich öffnen. Die sind hier auch alle jetzt offen. Wo ich noch nicht durch kann, sind die Ranken. Ich glaube, wenn ich die Ranken noch machen kann, das wird, glaube ich, das Letzte. Ah ja, die Fragezeichen sind jetzt neu, weil ich die Wände durchbrechen kann. Deswegen sind die Fragezeichen neu aufgetaucht. Ich werde aber erstmal weiterspielen, dass die Ranken hier vielleicht auch irgendwann noch kommen, die Schlingefeu-Dinger. Weil sonst bin ich nur noch an Hin- und Herreisen. Aber guck mal, hier ist ein neuer Spukermittlung im Düsterwald. Genau, es sind ja noch 3 oder 4... Spukermittlung offen in Düsterwald. Hier ist die erste. Und dann ist ja hier noch die Aktivität. Reise ich vielleicht doch noch zurück? Wegen der Ermittlung will ich ja schon alle machen. Und hier oben war ich noch nicht in dem Gebiet. Und dann das. Na, mal schauen. Mal gucken. Erstmal schön, dass ihr dabei seid heute. Wir haben noch vieles zu erledigen und welche Reihenfolge ich da gehe, ist vielleicht gar nicht so wichtig. Hauptsache, ich habe am Ende alles gemacht, ne? Oder? Mal gucken. Ich will gerne das mit den Ranken noch lernen. Ich glaube, wir können das beseitigen. Gemeinsam. Ja, ich hol nur eben meine Hacke. Vertrau mir einfach. Ich komm gleich. Die Sachen hier sind wieder aufgetaucht. Aber nicht nur diese Tore, sondern die Steine auch. Dann gehe ich auch gleich auch hier noch mal oben den einen Weg. Okay, wie funktioniert das? Spektralexplosion. Drücke oder halte R2, um physische Objekte zu zerstören und Gänge frei zu machen. Mhm. Hast du gespürt, wie ich den Schleier zerrissen habe? Ja, hab ich. Und wir haben es zusammen geschafft. Was habe ich denn gemacht? Mehr als genug. Du hast mir Kraft gegeben. Aha. Kannst du das nochmal machen? Klar. Verlass dich drauf. Dass ihre Hände die ganze Zeit leuchten, ist halt ein bisschen lästig. Okay, aber jetzt habe ich den Weg hier schon mal frei. Aber bevor ich weitergehe, das hier hinten ist ja nicht so weit entfernt. Da waren hier noch die Felsen. Die kann ich ja jetzt auch schon mal aufmachen. Und zwar hier. Ah, den muss ich auf Vantea wechseln und dann machen. Ja. Niemals wütend zu machen. Das ist eine ganz schöne Kraft, ey, die dahinter steckt. Ist halt jetzt die Frage, was mich das jetzt hier noch gebracht hat. Eine Tasche? Nee, eine Lampe. Wie, jetzt geht's hier wieder runter, wo ich dann unten... Hä, wozu denn der Weg? Verstehe ich ja gar nicht. Da hier ist ja nichts. Oder kann ich hier irgendwo noch auf was drauf schießen, wo ich einen anderen Winkel von habe? Das ist ja auch nicht mal eine Abkürzung oder so. Das ist, wie überflüssig. Das ist ja toll. Ganz toll. Hat gar nichts gebracht. Wobei, hier ist noch... Hier leuchtet noch was. Ah, hier. Hier ist noch was. Ich das liebe. Das habe ich nicht gesehen. Wie sie das liebt. Sie hat Spaß auf jeden Fall. Das ist schön. Ah, und hier ist der Baumstamm. Was am Stumpf? Nö.
Der ist aber groß. Okay, so viel Schaden macht das nicht gegen Schemen. Hier, das ist für dich. Auf jeden Fall eine Lootkiste. Ah, da habe ich den Schlüssel von Ashton benutzt. Ein Wurzelring, neuer Ring, Stufe 3. Da habe ich ja den Schlüssel in der Hütte gefunden für. Den konnte ich jetzt hier einsetzen. Okay, cool. Was sagt der Schlüssel? Der Ring. Hier war noch der Ring für, du erleidest weniger Schaden. Und der Ring hier für Schaden bis zu 40%. Der neue. Je höher die Geisteranzeige, desto höher ist der von Anter verursachter Schaden. Bis zu 50% mehr. Verbannungsschaden 215. Ich habe hier 260. Okay. Und dann sind wir hier wieder unten. So, ich mache erstmal hier weiter, bevor ich zurück ins Lager reise. Also so ist auf jeden Fall eine neue Spukmission aufgetaucht. Und die will ich auf jeden Fall alle machen. Also läuft nicht weg, würde ich sagen. Wir brauchen ja auch noch ein paar Körper, die wir opfern können. Wenn ich weiterhin Anthea am Ende wiederbeleben möchte. Zwei habe ich jetzt schon nicht geschlachtet. Wir sollen den Großteil müssen wir. Nicht alle, ne? Aber den Großteil. Jetzt steht es halt 2-2. Zwei verschont, zwei getötet. Hier ist wieder irgendwas da oben. Ah, wieder eine Barriere. Jetzt kommen die aber ziemlich häufig. Was wird das denn? Okay. Komme ich da hin? Hier ist ein Pfad, sobald ich ihn freigelegt habe. Mit Geld. Alter Kamin. Ja gut, denn man konnte nur hier rein, um das Zeug aufzuheben. Immerhin. Würde ich es nicht unbedingt als Pfad betiteln. Da oben ist noch eine Kiste. Oder was Goldenes halt am Leuchten. Wie kommt man darauf? Hier kann man rauf. Okay, die haben wir. Da ist aber diese andere leuchtende Kiste. Die hätte ich lieber gehabt jetzt. Ich dachte jetzt, das wäre hier oben. Ist es nicht. Auch hier kein Weg nach oben. Was sagt die Karte dazu? Nichts wahrscheinlich. Da ist unser Lager. Hier sind wir durch. Da
Das ist hier oben auf dieser Fläche drauf. Die hat aber keine Verbindung zu anderen Flächen. Kann ich mich darauf boosten vielleicht? Ist hier so ein... Naja. Keine Chance. Keine Chance, darauf zu kommen. Auch nicht von hier. Auch nicht, dass ich dahin kann. Ganz komisch. Merkwürdiger Ort für eine Palisade. Fester Boden, sumpfige Zugänge. Wie in Bannockburn. 1314, als die Schotten die Engländer schlugen. Ihr habt die Schlacht gewonnen, aber wer den Krieg? Keine Ahnung. Ist noch nicht vorbei. Ist noch nicht vorbei. Blöde Kiste. Sehr aber entspannt hier. Noch keine neuen Gegner jetzt bisher gekommen. Nur viel neuer Sumpf. Ah. Hä? Spektralexplosion. Drücke R2, wenn Antea aktiv ist, um Spektralexplosion im Kampf zu verwenden. Halte gedrückt, um beim Auslösen mehr Schaden zu verursachen. Verdammt. Mach schnell dein neues Ding! Dein neues Ding. Mach doch dein neues Ding. Ich kann nicht. Zu wenig Energie oder was? Kann immer noch nicht. R2-Taste reagiert nicht. Ich stehe bereit. Das würde ich auch gern können. Du müsstest zuerst sterben. Naja, ich hab's ja nicht gemacht, weil es nicht funktioniert hat. Weil die Geisterbalken war auch nicht voll aufgeladen. Vielleicht lag es daran. Das hat jedenfalls nicht reagiert gerade. Überall schon wieder diese Dinger, die rumfliegen. Was für ein Loch. Ja, ne? New England hat sich seinen Namen verdient. Ist Schottland etwa hübscher? Nein. Das schottische Klima ist zum Davonlaufen. Genauso das Essen und die Musik. Ein furchtbarer Ort. Jedenfalls sagen wir das euch Fremden. Schottland hat doch voll schöne Landschaftspanoramen. Oder nicht? Vom Essen weiß ich nicht so viel. Wir haben auch gutes Bier. Okay, da sind wieder Schemen unterwegs. Nicht Foto machen. Wo bin ich denn jetzt hier? Es sind auf jeden Fall viele Fragezeichen am Start. Das ist der Turm, den ich da vorne sehe. Ich mag das Sumpfgebiet nicht, wie das aufgebaut ist. So viele kleine Pfade und sowas. Da ist auf jeden Fall ein Wasserfall. Verschwinde endlich! Der war aber kritisch getroffen, ey.
Aber sie haben keinen von den Knochenleuten übernommen. Da steht nämlich noch einer. Ah, das ist wieder so ein Riss zum Schließen. Aha, du magst also keine Krähen. Geflügelte Aasfresser. Haben stets Verzweiflung im Schlepptau. Vielleicht folgen sie ihr bloß. Wölfe mag aber auch nicht. Diese Promenade schon. Sieh mal einer an. Yeah. Das sieht nach Mief aus hier drin. Ah, ich wollte das gerade aufheben. Hallo. Ah, hier. Der Schaden war gut. Einmal hoch, bitte. Ein Pilz. Hm. Aus dem Winkel hätten sie da irgendwas hinmachen können, um es zu zerschießen. Wäre auch gut gewesen. Aber da komme ich noch rüber sogar. Ah, Kisten. Verschlossen? Dafür benötigen wir einen Schlüssel. Ja, toll. Muss erstmal wieder einen Schlüssel finden. Vielleicht da unten das Nest von dem, Geistern. Kinder leicht. Wenn wir nur Kinder wären. Okay, aber hier ist ein schnellerer Weg, den ich dann nehmen kann mit dem Seil, um zur Kiste zu kommen. Sobald ich den Schlüssel irgendwo gefunden habe. Aber bisher waren so Schlüssel und sowas in dem Spiel nicht weit entfernt von auch Kisten. Also vielleicht hier das Ding, der Riss hier. Das da. Mit den richtigen Worten der Macht könntest du die Schemen in der Nähe dazu zwingen, sich zu zeigen. Dann stehen da vorne ja doch noch hier die Dinger hier auf. Mal gucken, ob es einen Schlüssel als Belohnung gibt. Enthüllt euch! Darf ich auch mitmachen? Nein. Achtung! Ein Schemener greift. Verstärkung! Noch einer? Oh. Das halten ja aus. Ah, jetzt die Fähigkeit lädt mich gerade erst wieder auf. Jetzt ist sie voll. Der ist aber geflogen, einer. Boah, gibt's doch nicht. Die neuen Gegner sind echt schlimm. Weil die auch so viel am Hacken sind. Kriegst du nicht mal eine geile Kombo durch, weil die dann wieder weiter anfangen, weiter zu hacken. Da blockt der noch. Das sieht nicht gut aus. Lass mich dir helfen. Boah, stirb doch endlich. Ja, der ist ja schon tot, aber... Wie der andere den jetzt immer blockt. Hier, das
Das ist für dich. Na echt. Jetzt hält der noch so viel aus. Halt den Schemen auf, bevor er von der Leiche Besitzer greift. Ja, würde ich gerne. Aber hier sind so Bäume im Weg. Nein, ich hab's nicht geschafft. Toll, jetzt habe ich noch so einen am Arsch. Der auch wieder so viel Leben hat. Sind die ätzend, ne? Die auch selber ganz gut blocken. Beim nächsten Mal klappt's. Ich hab keine Heilung mehr. Ist er ausgewichen? Ja, genau. Sound ist gerade so schlecht, weil ich kein Leben mehr habe. Ja, wechseln. Ja, war klar. Boah, die sind richtig scheiße. Zwei davon und dann kannst du nicht keine anständige Combo durchbringen, weil entweder ist dann der zweite, der dich hackt. Am Start. Oder halt blocken die den Angriff, ey. Unglaublich. Nun tretet aus dem Schatten hervor. Willst du alleine Spaß haben? Und der Angriff von Antea macht dann nicht besonders viel Schaden. Die Explosion. Halt den Schemen von der Leiche fern. Da war doch eben keiner. Oh. Jetzt habe ich hier drei. Ja klar. Warum nicht? Jetzt habe ich drei am Sack. Bereit für den Einsatz. Das ist ja noch viel schlimmer als vorher. Guck dir mal an, wie die alle auf einmal hacken, ey. Mit wenig Leben dann wieder ganz hinten. Du brauchst meine Hilfe. Alter, was ich brauche, ist mehr Heilung. Auf den da. Ja, das blockt ja auch die Schläge. Raus mit dir aus deinem Körper. Guck dir das an, ey. Ja, der kippt um mit einem Schlag, oder was? Du musst schon stärker zuschlagen. Ach, witzig, halt die Klappe. Weg. Hau ab jetzt. Ich muss den anderen loswerden. Ja.
Ah, endlich. Da ist nur noch einer da. Gott, der weicht auch wieder den Schüssen aus. Schöner Uppercut. Komm mal weiter hierher. Endlich! Was? Da will er nochmal mein Verband. Dein Begräbnis! Noch einer? Warum? Achtung! Ein Schemen ergreift Besitz. Ich stehe bereit. Da steht noch einer auf. Geht's euch noch gut? Und dann ja auch noch so einer. Was ist das für ein Kampf hier? Boah, ey. So heftig. Und jetzt habe ich wieder keine... Ich dachte, es wäre jetzt langsam mal vorbei. Deswegen habe ich die Heilung auch wieder rausgehauen. Jetzt sind hier aber nochmal so viele. Vernichte erst den anderen Schemen. Ja, witzig. Ah, das ist wieder so einer, der sich nur wieder wegteleportiert. Kann ich nicht irgendwann im Kampf auch mal wieder ein bisschen Leben zurückbekommen? Also so eine Heilungsflasche? Ey, nicht euer Ernst, ey. Was ist das für ein Nest? Puh. Bin ich echt nur noch zu schwach dafür? Und die Schläge machen aber auch nicht so viel Schaden, ey. Ich habe meine Ausrüstung immer so gut wie möglich verbessert. Aber das ist jetzt ziemlich heftig. Das Ding. Ich glaube, da muss ich noch mal stärker werden, ey. Da muss ich noch mal ein wenig Ausrüstung verbessern. Hier ist auch noch irgendwas. Hier ist auch noch ein Weg. An der Stelle. Deine neue Gabe. Ja? Wie fühlt es sich an, sie zu verwenden? Gute Frage. Ist schwer zu beschreiben. Es ist wie ein Wutanfall. Ein geballter Ausbruch von Frustration. Ja. Ich bin auch frustriert über diesen Kampf hier. Was viel einfacher war die Geißel zu besiegen, als hier diese blöden Schwertkämpfer, die hier rauskommen. Echt nicht normal. Das ist hier, ne? Nest. Rituelle Stätte. Mhm. Dann hier brauche ich den Schlüssel für und ich denke, den gibt's da. Warte mal, ist das Ausrüstung? Da ist Ausrüstung drin in der Kiste. Ja. Die macht mich wahrscheinlich stärker. Na gut. Leute. Ich werde mich nochmal sammeln. Ich weiß nicht, ob ich den Kampf jetzt nochmal versuche oder später. Er ist auf jeden Fall nicht so einfach. Und wenn man denkt, du bist jetzt durch, kommen einfach nochmal drei neue Gegner, die auch nochmal so viel aushalten. Ey. Du kommst durch ihre Deckung und so nicht mehr richtig durch. Und wenn die zu zweit nebeneinander stehen, ist das einfach zu heftig. Naja, ihr habt es selber gesehen. Vielleicht hattet ihr trotzdem Spaß mit dem Video. Lasst einen Daumen hoch da. Und dann bis zur nächsten Folge von Banishers. Haut rein. Ciao, ciao.